Vor 100 Jahren wurde die radikale Kriegsgegnerin und damals beliebteste deutsche Politikerin Rosa Luxemburg ermordet. Dies geschah im Wissen und mit Gutheißen damaliger sozialdemokratischer Politiker, die im deutschen Staat zur Macht gelangt waren, die Angriffskriegspolitik des Kaisers unterstützten und im eigenen Land an der Arbeiterschaft Morde verübten. Damals zerfiel die deutsche Sozialdemokratie endgültig in zwei Teile, in die Sozialdemokratie, wie wir sie heute kennen, und den Kommunismus. Rosa versuchte nie, mit der großen Masse zu schwimmen. Stattdessen wollte sie für die große Masse kämpfen. Bereits mit 15 Jahren las sie in einem geheimen Lesezirkel die Schriften von Karl Marx, die damals noch verboten waren. Mit 16 Jahren begann sie mit sozialdemokratischem Aktivismus und mit 22 gründete sie eine sozialdemokratische Partei in Polen. Das war natürlich auch illegal damals. Später studierte sie in Zürich. Sie war die erste Frau, die den Doktor für Wirtschaftswissenschaften erhielt. Sie emigrierte dann mit einem Trick nach Deutschland, wo sie sich in der Sozialdemokratie beteiligte. Sie machte Karriere, wurde immer beliebter, wurde jedoch mit der Zeit auch immer mehr an den Rand gedrängt, weil sie ganz vehement gegen Krieg politisierte. Aufgrund ihrer Reden wurde sie mehrmals zu Gefängnisstrafen verurteilt, einmal bloß deshalb, weil sie gesagt hatte, dass der Kaiser keine Ahnung hätte. Kurz vor ihrem Tod gründete sie mit anderen sozialdemokratischen Kriegsgegnern die Kommunistische Partei Deutschlands. Wenn man von der ursprünglichen Sozialdemokratie spricht, muss man aufpassen, die Begriffe nicht zu vermischen, weil der internationale Sozialismus war einst bestehend, vor allem aus der Sozialdemokratie und auch aus ein paar anarchistischen Bewegungen. Und beiden war gemeinsam, dass sie revolutionär ausgerichtet waren, dass sie den Internationalismus betonten und Kriege zwischen Nationen strikt ablehnten. Der Sozialismus wurde bei den unterdrückten Menschen immer beliebter. Er wurde anfänglich hart bekämpft, aber mit der gewonnenen Legalität begann sich die Sozialdemokratie langsam zu verändern. Der Wunsch nach gesellschaftlicher Umgestaltung rückte in den Hintergrund und an die erste Stelle trat mehr und mehr der Schutz des Staates, zu dem man ja jetzt gehörte. Von großer Bedeutung war zunächst Bernsteins Revisionismus oder Reformismus. Er war der Meinung, dass man die Revolution ganz aufgeben sollte und nur noch mit Reformen Stück für Stück den Staat ein wenig ändern sollte. Rosa Luxemburg bekämpfte diesen Reformismus und zu Beginn hatte er es auch sehr schwer innerhalb der Sozialdemokratie. Rosa Luxemburg merkte, dass diese Verbrüderung mit dem Kaiserreich sich sehr negativ auswirken könnte, vor allem im Falle von Krieg. Anschaulich wird dies mit der Thronrede Wilhelms II. Darin sprach er: Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche. Zum Zeichen dessen, dass sie fest entschlossen sind, ohne Parteiunterschied mir durch dick und dünn, durch Not und Tod zu gehen, fordere ich die Vorstände der Parteien auf, vorzutreten und mir das in die Hand zu geloben. Auch die Vertretung der Sozialdemokratie gelobte dies dem Kaiser. Der Schulterschluss zwischen Kaiserreich und Sozialdemokratie kam der aggressiven Kriegspolitik des Kaisers entgegen. Die sogenannte Burgfriedenspolitik erhielt immer mehr Zustimmung, auch in der Sozialdemokratie. Das heißt, im Falle eines Krieges hätte man alle innerpolitischen Aktionen einstellen müssen und dem Kaiser in den Krieg folgen. Im Falle eines Verteidigungskrieges hätte Luxemburg das auch verstehen können, aber sicher nicht, wenn der Kaiser vorhat, andere Länder zu erobern. Dann nicht. Sie startete eine Kampagne und reiste im ganzen Land umher, sprach zu Hunderttausenden und forderte diese auf, im Falle eines Angriffskrieges nicht den Kriegsdienst anzutreten. Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffen gegen unsere französischen oder anderen ausländischen Brüder zu erheben, so erklären wir: Nein, das tun wir nicht!
Luxemburg kam dafür wieder mal ins Gefängnis. Liebknecht bereits vorher, ihnen beiden wurde Landesverrat vorgeworfen. Sie hielten dem Volksverrat entgegen. Denn wenn eine Regierung seine Leute aufhetzt, gegen die Menschen eines anderen Landes in den Krieg zu ziehen, dann verliert das Volk. Und so war es dann auch im Ersten Weltkrieg, der nun nicht mehr aufgehalten werden konnte. Serbien wollte sich aus der Macht Österreichs befreien, weshalb Österreich militärisch gegen Serbien vorgehen wollte. Serbien hatte aber Rückendeckung von Russland. Deshalb baten die Österreicher die mächtigen Deutschen, ob sie nicht Russland angreifen könnten, damit Österreich in aller Ruhe Serbien fertig machen kann. Die Russen waren aber mit den Franzosen verbündet, weshalb Deutschland sich entschied, nicht nur Russland, sondern gleich auch noch Frankreich anzugreifen. Um Frankreich angreifen zu können, mussten die Truppen durch Belgien marschieren, die wiederum mit Großbritannien verbündet waren. 1914 kam also die Kriegserklärung von Deutschland gegen Frankreich und Russland und die Abgeordneten der Sozialdemokraten stimmten einstimmig im Parlament für die notwendigen Schritte, um diesen Angriffskrieg zu starten und damit den Ersten Weltkrieg in Gang zu setzen. Rosa Luxemburg wurde psychisch krank und der Tod, ja, der forderte 17 Millionen Tote, 20 Millionen Verletzte, Verstümmelte, Entstellte. Während des Krieges ging der Widerstand dann aber weiter. Rosa Luxemburg und ihre Genossen gründeten den Spartakusbund und kurz vor ihrem Tod die Kommunistische Partei. Nach dem verlorenen Weltkrieg fiel Deutschland in einen Bürgerkrieg. Sozialdemokrat Noske hatte den Oberbefehl über die Truppen und Milizen und gab den Befehl, die Aufständischen niederzuschießen und genehmigte auch den Mord an Liebknecht und Luxemburg. In der Melodie und Rhythmus, die ja jetzt wieder erscheint, da kann man Folgendes lesen. Nachdem Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht im Berliner Hotel Eden verhört und misshandelt worden sind, gibt der Freikorpsoffizier Waldemar Pabst den Befehl, sie zu töten, mit Wissen und Duldung der SPD-Regierung. In seinem Tagebuch notiert er, dass er vor den Morden mit der Reichskanzlei telefoniert und Rückendeckung von Gustav Noske erhalten hat. Von dem am Seitenausgang bereitstehenden Jäger wird Luxemburg mit einem Gewehrkolben niedergeschlagen. Bei ihrem Abtransport springt ein Freikorpsleutnant auf den Wagen auf und erschießt die Schwerverletzte. Die Leiche wird im Landwehrkanal entsorgt. 100.000 Menschen begleiteten die Beerdigungszeremonie von Rosa Luxemburg und nach ihrem Tod kam es wieder zu bürgerkriegsartigen Protesten in Deutschland. Die sozialdemokratischen Beamten ließen Tausende niederschießen und der Bruch innerhalb der Sozialdemokratie war nun endgültig. Auf der einen Seite die neue Art von Sozialdemokratie, die mit dem Staat geht und den Staat unterstützt. Auf der anderen Seite die traditionell revolutionäre Sozialdemokratie, die nun neu Kommunismus heißt. Der Großteil der weltweiten Kommunisten schloss sich damals Lenin an. Zunächst jedoch nicht die deutschen Kommunisten. Deutschland hatte zwar nach Russland die größte kommunistische Partei, diese distanzierte sich jedoch zunächst von Lenin, weil Rosa Luxemburg dessen Politik, nicht dessen Theorie, aber seine politischen Taten, scharf verurteilt hatte. Instrumentalisiert wurden die deutschen Kommunisten jedoch von Beginn weg vom sogenannten Sowjetkommunismus. Zahllos sind die Opfer der Arbeiterklasse. Ihre besten Führer, Liebknecht, Luxemburg, hat sie verloren. Dagegen muss das Proletariat sich wehren, wehren um jeden Preis. Die Kommunistische Internationale ruft das ganze Weltproletariat zu diesem letzten Kampfe auf. Waffe gegen Waffe, Gewalt gegen Gewalt. Der luxemburgische Kommunismus wurde jedoch verdrängt. Rosa setzte sich ein für ein Ineinandergreifen von Reformen und Revolution, für eine lebendige Demokratie, die die wirtschaftlichen Entscheide in die Hände von Arbeiterräten gibt. Weitergeführt werden diese Ideen von Luxemburg vor allem in kleineren kommunistischen und Arbeiterparteien. Wie diese genau aussahen, vor allem mit Bezug auf Gewalt, Revolution und Krieg,
möchte ich in einem nächsten Video erklären.